Hallo zusammen und herzlich willkommen im Sommer in Medieval Dynasty in Synapsia. Ach ja, ein herrlicher Tag. Endlich mal kein Regen. Und das nutzen wir natürlich aus. Letzte Folge haben wir hier eine Bank hingebaut. Das ist natürlich klasse. Und was ich ausprobieren wollte, ob das mit Fackeln funktioniert. Da müsste nämlich Licht in den Häusern sein. Und wir könnten eine Fackel vielleicht hier in die Ecke stellen. Dann hätten wir so ein bisschen zentrales Licht. Na, so hier, da, so hin, denke ich mir. Wir machen mal Folgendes. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir geflaxt. Und den Flachs, moin Sau, den dresche ich mal kurz aus. Voll die Frau verrügelt. Sorry, tut mir leid. War ein Unfall. So, wir machen nur 10, keine Angst. Ich dresche das jetzt nicht komplett durch. Da kommen wir mal in 20. 20 sind zwei Faden. Warte mal, wie bräuchten wir denn für einen Bogen? 60. Haltet ihr 60 Schläge aus? Habt keine Wahl. Wir müssen leider 60 Schläge abwarten. Weil dann kann ich nämlich 6-mal Leinenfaden machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel eine Fackel brauchte. Scheiße, hätte ich nochmal nachgeguckt. War das ein Leinenfaden? Ein Leinenfaden, ein Stoff, ne? Also müssen wir bis 80 durchhalten. Komm, das kriegen wir auch noch hin. Wer 60 warten kann, kann auch auf 80 warten. Weil dann haben wir so viel für einen Bogen, beziehungsweise einen Recurve-Bogen. Den würde ich mir nicht mal auf Tasche legen. 7, 8, 9. Abbruch. So, dann gehen wir hier direkt und spinnen. Was muss man hier haben nochmal? Nein, 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 nein. Auf Wiedersehen. Ein Faden, okay. Also können wir das kommen. Nee, 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 da wollte ich. Sorry, ich war etwas unentschieden. Auch Geräusche. Nice. Das ist echt schön, dass so langsam die Geräusche dahin kommen. So, ich müsste ganz kurz einmal Leinengewebe machen. Ich probiere das kurz aus. So, ja, klopf, klopf, klopf. Und ich bedanke mich, dass ich kurz an einem Arbeitsplatz arbeiten durfte. Ganz gut, junge Frau. So, was, Junior? Ich baue jetzt zu Hause hier den heißen Scheiß. Komm doch mal nach Hause. Hier brauchen wir 4 Wollfaden. Moment, wurde es gepatcht? Ach ne, Wolle war das, genau. Ein Stock, 3 Stein. Steine, ich habe da Steine gesehen irgendwo und ich sehe es nicht. Ich rolle weiter über Kalkstein und nehme hier. Zack. Und Stöcker. Zack. So. Guck mal, dass wir zumindest beim Chef in die Bude noch eine Fackel setzen. Ich hoffe, dass Junior dann beim nächsten Mal hier bleibt. Wieso? Wieso steht meine Frau hier? Wieder schwanger? Habe ich es nicht mitbekommen? Nee, Gastwirt. Backst du fest? Oh, ich glaube, die hängt fest. Alles klar. Kann passieren. So, wir gucken hier auf den Boden. Und droppen ein Brett. X, F. Ja, ja, ja. Langt das schon? Wir probieren mal. Nee. Da lässt sich das Spiel nicht verarschen.
Okay, wir gehen einen Satz zurück. Perfekt. No. Fackel geht nicht. Ah, schade. Ach, Mist. Ach, schade. Ach, schade. Das wäre irgendwie geil gewesen. Okay, aber hier stellen wir noch eine Fackel hin. Dann können wir die hier ganz regulär aufbauen. Stelle ich hier so an den Rand. Zack. Dann ist auch der Garten so ein bisschen beleuchtet. Cool. So. Die Frau hat wahrscheinlich schon geahnt, dass es hier jetzt um ihre Kneipe geht. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier was drin ist. Nope. Ja, tschüss, alte Taverne. Gute Dienste hast du geleistet. Aber es ist Abrisszeit. Ich fand die Taverne mit zwei Eingängen ja gar nicht so schlecht, ne? Verschwunden ist sie. Oh Gott. Ja gut, aber jetzt kann ich das hier wenigstens nutzen, um es ein bisschen auszurichten, ne? Ich habe jetzt keine Rundhölzer, oder? Die habe ich nicht wiederbekommen, ne. Rundholz. 10 Stück? Nehmen wir mal 12 mit. Ach, da hinten fehlt auch noch eine Fackel. Okay, mache ich noch. Die Regie passt echt gut auf. So, hier war der Eingang. Und das ist ungefähr die Flucht. Häuser. Boah, wo ist denn das dabei? Crafting? Jo. Wo ist der Eingang? Ist der direkt vor mir? Hier ist der Eingang. Okay. Das richtig? Ganz kurz ausrichten. Hier ist die Kante. So. Naja. Hätte ein bisschen weiter links sein können, aber es passt schon. Es ist besser als nichts. Komm hier noch durch. Ja, ist doch alles gut. Kann ich nicht hier eine Tür reinmachen auf der anderen Seite? Ne, die kann ich nicht editieren, ne? Schade. 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 Habe ich schon schade gesagt? Na ja, gut. Wird mit Stein gemacht. Moment, kann ich da einen Lehmbewurf dran machen? Oh, wow. Kann ich die etwa mit Lehmbewurf aufhübschen? Oh, bitte lass mich das Ding. Soll ich die rumdrehen? Soll ich die rumdrehen, die Kneipe? Ich überlege gerade, ob ich sie rumdrehe. Aber eigentlich sollen ja Leute vom... Nee, wir machen davor. Wir machen davor. Oder rumdrehen. Weil ich dachte, wenn die Leute halt vom Weg hier kommen, wenn die Leute hier so, weißt du, ah, ich laufe hier am Dorf vorbei, welches ist das ein schönes Ort? Das ist doch Synapse, ja, das kennt ihr doch. Dann läufst du hier hoch und denkst, ah, das ist ja auch der Eingang zu der Kneipe, da gehe ich doch mal vorbei. Und vor allen Dingen hätten wir hier auch einen Platz, ne? Wir können hier einen Biergarten hinstellen, weil hinten ist ja unser privater Dorfplatz. Nee, das bleibt so stehen. Das bleibt so stehen. Da machen wir hier vorne noch so einen kleinen Biergarten hin. Das wäre sonst doof. Da machen wir einen Biergarten da vorne. Da muss der Eingang auf dieser Seite sein. Es geht gar nicht anders. Keine Ahnung. So. Und dann brauchen wir noch Stein.
Wir haben 12 Kilo gerade mal frei. Okay, dann müssen wir erstmal. Müssen wir erstmal das Rundholz überall reinsammeln. Bretter. Da müssen wir eventuell noch mal händisch sägen. Ah, da sind schon Bretter. Nice. Steine. Warum bin ich so schwer? Ah, hier den Flachs habe ich noch dabei. Den mache ich mal wieder hier rein. So, circa 50 Kilo. Freier Taverne mit Biergarten, freue ich mich drauf. Wird gut. Wird richtig gut. Das ist ein bisschen eng hier vorne, aber jetzt mit dem Essenlager müssen wir sowieso nochmal gucken. Okay. So, 3, 10, 17, 25, 32 Steine sind es locker. Ist ja nicht so, als hätten wir keine mehr. Oh, wenn da noch Lehmbewurf gehen würde, ich bin mir echt gespannt, aber ich glaube nicht. Leider sind die... Es wäre echt schön, wenn die Kneipe dann nicht so rustikal aussehen würde. Okay, was brauchen wir für den Innenausbau? Ach, das hat gar keinen Innenausbau. Okay, Rundholz 1, 2... 3, 4, 5, 6 Rundholz und irgendwie noch was für die Dachschindeln. So, 6 Rundholz und Bretter. Ja, die geben jetzt aber ganz schön Gas. Also, die NPCs sind schon sehr fleißig, muss man sagen. Langt sogar der Bauhammer noch, so wie es aussieht. Und die Sonne geht schon wieder unter. Okay, das langt nicht ganz an Brettern. Okay, was brauchen wir hier? 4... 16 und 12 28 26 wie viel kriegt man raus? Keine Ahnung. Wir sägen mal Bretter. Schon wieder fast Nacht hier. So.
So. Jetzt schon hat es ja den Werkzeugkasten draußen. Schade, dass jetzt hier nicht so Sägegeräusche zu hören sind. Ich finde, das fehlt jetzt im Spiel. Also das sind, die Arbeitsgeräusche sind teilweise einfach so ersetzt. Also sie sind ja beim, ob ich den Ledersack gecraftet habe oder die Leute da hinten in der Scheune arbeiten, das klingt alles gleich. Das ist so dieses universelle Arbeiten mit dem Geräusch von allem. Macht der jetzt wirklich nur 13 Bretter? Nee, der macht mehr, oder? Plus 2 Brett. Okay, also 26, ja. Was habe ich gesagt? War das nicht genau die Summe, die uns noch gefehlt hat? Vielleicht zum Abend hier noch die Kneipe fertigstellen. Gut, Biergarten kommt da noch. Ich glaube, wir hatten ja 2 aufgenommen. Also es müssten, glaube ich, 28 sein. Ja, guck mal. Punktlandung. Das nenne ich Karma. So, wie schaut es hier drin aus? Ah, oh, 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 Bier und Wein, das ist fein, wa? Oh, nice. Ja, cool. Okay, Management, Ingrid. Es geht nach unten, was ist los? Warum ist sie unzufrieden? Weil sie keinen Job hat? Arbeitsplatz zuweisen. Taverne. Gastwirt. Da ist doch hier eine Tendenz nach unten zu erkennen. Ich hoffe, das beruhigt sich gleich wieder. Taverne 3. Kochen. Fleisch und Kohl. Fleisch. Und Kohl. Oder macht noch was anderes Sinn? Nee, wir haben immer Cola mit dem Überfluss, von daher passt das schon. Gut, Fladenbrot hatte ich mal angesetzt, aber ja, oh mein Gott. Boah, wir können Bier machen. Oder? Taverne, Taverne, Taverne. Craften. Taverne. Fischpastete, Obsttorte. Obsttorte? Ah, mit Beeren. Das klingt schon lecker. Wo ist denn dann Bierbrauen? Gibt's noch kein Bier? Nein. Nein. Wie kein Bier? Obstkuchen? Fleischpastete? Fleischpastete? Obsttorte? Nee. Nee. Mann. Da locken die einen hier. Wo bleibt die Frau? Hängt sie fest noch in der Taverne? Oh Gott, ich glaube, sie hängt hier fest. Nö, Gastwirt stimmt. Moment, hier ist jemand Mutter geworden, oder? Moment, Moment, Moment. Malvina? Oder ist sie schon länger Mutter? Was ist euer Kind? Wo wohnst du? Im einfachen Haus. Jetzt weise ich das neu zu, das will ich ja gar nicht. Wohnt die dann drin? Da. Ja, das ist der Einjährige, alles klar. Jetzt setzt sie sich da drin. Warum geht sie nicht in die Kneipe? Sind jetzt alle hier? Guten Abend. Ja, Bier gibt's heute nicht, ne? Ist gerade erst fertig geworden. Achso, wir machen noch den Test, den ultimativen. Okay, da können wir die Vogelfalle oben aufbauen. So.
Stöckchen. Steine haben wir noch. Und Stöckchen. Ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. So, machen wir 10. Wir können nämlich gerade hier noch die Falle aufbauen. So. So. Das ist echt schön, wie sie hocken. Nice. Fleisch. Den Rest mache ich Flachsamen und so weiter. Gibt wieder gut Kohle. Genau. Kalkstein wollte ich ausprobieren. Achso, ne, können wir auch so ausprobieren. Nein. 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 Es geht nicht. Ach nö. Oh. Oh. Das ist nicht euer Garten. Namen, Norm und Henrika. Ja, habe ich euch in meinem Garten so vorbereitet. Eigentlich sollte Juna dahin. Ich mache euch noch das Lagerfeuer an. Komm her. So. Ist nicht gemütlich. Ja, fühlt euch wohl. Mikasa, Sukasa. Okay, also dieses Bänke setzen führt zu Verwirrung. Okay, aber ich will jetzt nochmal schnell die Fackel hin ins Haus machen, damit jeder wirklich eine Fackel vorm Haus hat. Habe ich abgelegt. Fantastisch. Wurde das vielleicht hier hergestellt? Flachsamen? Nö. Schade. Also Stein muss ich auch nicht mal einsammeln lassen, würde ich sagen. Das ist ja mehr als genügend da im Inventar, im Lager. So, wir müssen mal ganz kurz... für eine Fackel. Und dann haben wir nicht unser letztes Haus kriegt's auch noch. Ach, es ärgert mich jetzt, dass man die Kneipe nicht mit Lehmbewurf, mit Kalkstein beschmieren kann. Weil ich finde eigentlich diese hellen Häuser ziemlich cool in Verbindung mit dem Holz. Schade. Das ist wirklich sehr schade. Okay. Wir spinnen. Okay. Was fehlt uns noch zu unserem Glück? Ah, gar nichts mehr. Nice. Fühlt euch wohl. So. Zack. So, ist auch das letzte Haus beleuchtet. So, Leute. Junior, alles gut? Feuer ist faszinierend, oder? Wahrscheinlich brennt demnächst das Dorf. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Dorf brennt. Oh, Feuer. So. Und ihr so? Coolen Tag gehabt. Ich habe eine Kneipe gebaut übrigens. Die nicht genutzt wird, wo meine Frau irgendwie zu Hause rumhockt. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend. Jetzt wird gerade fortgebeamt. Ja, wünsche euch eine gute Nacht. War schön mit euch. Bis zur nächsten Folge. Gute Nacht.